So, der Julian. Ja, so kennt man ihn. Haare gerade ein bisschen zusammengesteckt. Hier, guck mal die alten Fische an und diese wirklich sehr hässlichen Beeren und diese wirklich nicht schönen Brote. Ja, so erwartet man das auch. So, Hauptsache Kasching. Ah, hier ist, glaube ich, oder? Der James, ja, Holzfäller. Der macht gerade hier die Bäume ein bisschen, das ist gut. Freischalten einer Handelsroute. Dorfzentrum, Dieselland kaufen. Kostet jeweils 500. Können wir uns momentan alles nicht leisten. Haushalt. Ausgaben, Unterhaltskosten 6. Einnahmen, Konsum, Dorfbewohner 64. Ausgaben, Unterhaltskosten 20. Alles klar, Gesamt minus 20. Handel, Nachbarstädte. Davenport, Loyalität. Verkauft Werkzeuge für 10. Wir brauchen die Werkzeuge. Handelsroute freischalten für, was ist das? 20, für 20 Bretter? Woran kann ich erkennen? Ich habe keine 20 Bretter. Woran kann ich erkennen, dass ich... Ach so, weil wir momentan noch keine... Warten auf einen Baumeister. Wo ist ein Baumeister? Bauarbeiter. Ah, ich glaube, die machen aber Pause, ne? Bauarbeiter. Wir haben 3 Bauarbeiter und alle kommen nicht klar. Was ist los mit euch? Ist ungewöhnlich, dass ich für die keine Häuser bauen muss, wo die wohnen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber cool ist, dass die ihre Wege, ja guck mal, die machen ihre Wege quasi selber zu den einzelnen Städten. Das finde ich ganz cool. Erhöht den Rang euer Bürger auf bürgerliche. Okay, 2 freie Territorien. Cool. Okay, können wir ja bitte weitermachen. Gebäudebau priorisieren. Ja, jetzt, ich meine, ganz ehrlich, da haben wir nichts mehr. 8 von 10. Wir brauchen noch 2 Steine, glaube ich. Ah, sie ist natürlich hart am Knüppeln, aber... Also, she works hard for the money. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. She works hard for the money. Diddly-dee, so hard for the money. Ich liebe das, wenn man in Spielen, ne, in diesen Aufbauspielen so weit ranzoomen kann. Ich weiß nicht warum, ich mag das immer voll gerne. Ich weiß, es gehört nicht zu Anno, ja, aber ich würde es mir bei Anno trotzdem wünschen. Auch wenn es in den Postkartenmodus gibt, aber halt so nah ranzoomen, das ist schon sehr, sehr cool. Wobei Anno natürlich, glaube ich, gepixelt ist. Also mit Pixelgrafik hier ist natürlich alles 3D. Aber nee, Anno muss ja auch 3D sein. Was red ich denn da? Gut. Ja, Holzfäller ist am Start. Die Frage ist nur, wie schnell können wir Steine holen? Die warten, glaube ich, alle auf Steine gerade, ne? Ja, 10 von 10, alles klar. Jetzt machen wir Sägewerk fertig. Dann stellen wir, ich würde sagen, 2 Bauarbeiter. Wir haben gerade keinen freien Dorfbewohner. Also, Bauarbeiter, du bist jetzt Schreiner. Wo sind die anderen Bauarbeiter? Ah, er holt sich halt gleich die Bretter, das ist cool. Ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch einen Bauarbeiter, weil so viel bauen wir jetzt gerade nicht. Hä? Wieso haben wir das zweimal? Ach, der ist auch noch nicht fertig. Alles klar. Okay, aber... Ja gut, Jacques ist Bauarbeiter. Er ist Holzfäller. Steinmetz. Der andere Bauarbeiter müsste hier drin sein irgendwo, ne? Kann ich da reinlugen? Ja, da ist der... Das ist das Sägewerk. Okay. Wir müssen mal ganz kurz gucken, wie wir die Bauarbeiter hier ausfindig machen. Weil der eine Bauarbeiter... Bist du das? Bauarbeiter, alles klar. Du bist jetzt auch Schreiner erstmal. Damit wir schneller Bretter kriegen. Wir bräuchten eigentlich noch einen zweiten Steinmetz, damit wir schneller Steine kriegen. Vielleicht wäre das sinnvoller gewesen, weil 2 Bretter, 4 Bretter... Der macht nochmal 2 Bretter jeweils. Aber die Steine dauern halt ein bisschen. Wir haben nur noch einen Holzfäller. Wir haben 2 Beerenpflücker. Wie viele Beeren haben wir? 66. Können wir auf einen Beerenpflücker verzichten? Ich weiß es nicht, weil wir verkaufen die am Markte. 13 schon verkauft, 66. Also im Grunde genommen vielleicht doch ganz gut, wenn wir
wenn wir zwei Bärenpflücker haben. Aber wir brauchen halt eigentlich noch einen zweiten Steinmetz. Ja. So, die Bretter kommen langsam. Bei 20 können wir direkt verkaufen, können wir direkt die Handelsroute etablieren. Und dann müssen wir mal gucken. 416 Gold haben wir noch. Wir können bald noch ein zweites Land erforschen. Ob wir das brauchen, weiß ich nicht. Mauern bauen. Lagerhaus. Für die Lagerung und den Handel von Waren benötigt. Also wahrscheinlich auch das wäre ganz gut, wenn wir ein Lagerhaus bauen würden. Wahrscheinlich auch ganz gut. Ich weiß noch nicht, wie lange wir spielen werden. Das kann ich noch nicht sagen. Solange wir eben Lust drauf haben. Und wie gesagt, anno 1800 haben wir noch ein paar Stunden, einige Stunden im Stream gespielt. Länger als das Let's Play. Und sind auch auf andere Inseln und sowas. Das kann ich ja schon mal spoilern. Jetzt auch nicht ultra lange, aber schon eine Weile lang. Und der Stream müsste unter dem Video verlinkt sein. So, der Brunnen braucht noch zwei Steine. Alles klar. Wir sollten vielleicht wirklich zwei Steine setzen. Was ich noch schön fände, damit die Welt so ein bisschen belebt ist, ne, das wirkt gerade alles, ist zwar alles sehr schön, und ich weiß, wir sind gerade in der Alpha, um Gottes Willen, ich weiß aber auch nicht, was alles so geplant ist, was ich noch schön fände, wäre, wenn hier in der Wildnis noch irgendwie Kaninchen rumhoppeln würden, ne, also eigentlich, dass man nur so ein bisschen die Wildnis beleben würde, und vielleicht kann man dann noch einen Jäger dazu schalten, ein bisschen wie bei Siedler, aber das würde sich hier auch anbieten. Weißt du, was ich meine? Das würde hier echt gut reinpassen. So. Da stehen sie alle und machen Pause. Ich glaube, es hackt. Können wir mal Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen? Mal gucken, was passiert. Vierte Woche, zweiter Tag. Okay, das geht schnell. Huch! So. Bretter 18. Gleich geht's los. Geschwindigkeit verringern. Kann ich eigentlich Pause machen? Oh ja, das geht. Okay. Der Brunnen braucht noch ein einziges Steinchen. Braucht der Brunnen noch, dann haben die Wasserbewohner, die Dorfbewohner auch Wasser. Was ist denn eigentlich dieses Prunk. Ah, Arbeit und Prunk. Königreich, Prunk. Klerus. Religion. Ah ja, Kirche und so. Armeen und sowas gibt's nicht. Also man muss nicht gegen irgendwelche Invasoren kämpfen oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, braucht man ja auch nicht unbedingt bei jedem Spiel immer, dass man gegen irgendwen kämpft. Man kann ja auch seinen Fokus auf dem Aufbau legen. Finde ich ganz gut. So, der Brunnen ist fertig. Versorgt die Dorfbewohner automatisch mit Wasser. Sehr gut, das freut die Dorfbewohner hoffentlich. Ich hoffe, die wissen das zu schätzen. Bretter haben wir jetzt genug für eine Handelsroute. Nein, das ist nicht das Richtige. Handel. So, Handelsroute freischalten. Kauft Kirschen. Oh, ja, geil, zwei neue Dorfbewohner. Handelsroute. So, Auftrag abgeschlossen, kriegen wir jetzt zwei neue Territorien. Okay, Territorium. Hätte gerne noch ein weiteres mit Beeren, aber... Ah, hier gibt's... Doch, hier gibt's auch Steine. Hier gibt's nur Beeren und einen Berg. Da hinten kommen viele Beeren. Ich bin ein bisschen scharf auf Nahrung. Ich weiß nicht genau, ob die für ewig halten. Aber ich weiß auf jeden Fall, es ist... glaube ich ganz gut, wenn wir früh genug immer die Nahrung sichern. Das ist, glaube ich, in fast jedem Aufbauspiel so. Deswegen würde ich, glaube ich, erstmal hier rüber. Kostenlos. Oh, wir kriegen noch eins. Kostenlos. Ja. Dann würde ich das hier nehmen, weil hier gibt es noch viele Bäume. Hier gibt es viele Bäume. Was? Neue Zone, Wohngebiet. Wart. Leibeigene. Eure Dorfbewohner haben einen neuen Status erreicht. Leibeigene. Oh, das ist aber beruhigend für die Dorfbewohner. Gut für euch. Das Königreich erkennt ihre Bemühungen bei der Gründung ihrer Siedlung an. Was? Ich bin nur dein bescheidener Diener. Eine Botschaft aus dem Königreich? Okay. Ja, weiter können wir nicht kaufen. Können wir nicht kaufen. Ich glaube, es war eh ein Fehler, dass wir zwei Gebiete gekriegt haben. Aber ich prangere das nicht an. Wie kriege ich denn das hier weg eigentlich? Warenliste ein- ausblenden. Großartig. Kriege ich das hier irgendwie weg? Weil ich würde gerne das da lesen.
Zwei Dorfbewohnern fehlt es am Platz für Wohngebiete. Hä? Ach so, wir müssen ja jetzt erstmal... Ah, alles klar. Zierstoffzaun, Holzfällerlager, Steinmetzhütte, Forsthaus. Wohngebiet. Ah. So, mal gucken, was passiert. Da kommen die zwei Neuen. Zwei Frauen schließen sich uns an. Oh, ich bin ein bisschen... Ich will nicht stalken. So. Zwei fresh girls zum Start. Mhm. Erin und Schmerin. Nee, und Florence. Alles klar. Die wissen noch nicht genau, was sie machen. Wir kriegen euch schon noch zum Arbeiten. Baut ein Lagerhaus. Ja, das wollte ich eh machen. Hä, wir kriegen die Quest immer zweimal. Warum das denn? Okay, Lagerhaus wäre eh eins der nächsten, die ich gerne gemacht hätte. Und zwar einfach hierhin. So. Plump. Gut. Ein Steinmetz. Ich würde gerne noch ein Steinmetz hinzufügen. Können wir noch ein Steinmetz hinzufügen? Das ist die Frage. Achso, wir haben auf Sophie geklickt, glaube ich, ne? So, Erin. Steinmetz, Frauensache. Das ist klar. So, wer wohnt denn jetzt hier? Ach, Erin. Ist gerade hergekommen, hat sich schon eine dicke Hütte gebaut hier. Ah, nee, das gehört Julien und Jacques. Sie baut gerade noch offenbar. Attraktivität, Durchschnitt. Damit sind Julien und Jacques gemeint, glaube ich. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Nein, die war nur eine Witze. So, okay. Dann müssen wir, glaube ich, wieder jetzt öffentlich... Nee, nicht öffentlich. Wir müssen wieder ein bisschen hier Abbau. Das kommt alles weg. So, la 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 la. Auch hier können wir ruhig. La 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 la. Brauchen wir Wald für irgendwas? Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Deswegen, da wird alles abgebaut. Ist irgendwie mal was anderes, dass die hier selber ihre Wohngebiete bauen, ne? So, der James ist Holzfäller. Ach, der bringt hier Holz und er baut die ganzen Häuser. Wir haben aber momentan nur einen Baumeister. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir sie zur Baumeisterin machen. Komme ich irgendwie an Erin ran? Nee, jetzt hängt der Jacques da rum. Eine Bürgerliste. Dorfinformationsfenster. 10 Leibeigene. Blä, blä, blä. Haushalt, Handel. Allgemeine Zufriedenheit. 10 Leibeigene. Ich kann leider nicht aufklappen. Alles ist gut. Immer noch das Schönste. Okay, Florence. Ist momentan nix. Ich mach die mal zum Bauarbeiter. 19 Jahre alt, ganz ehrlich. Hau rein. Also das hier ist noch ein Land mit Perspektive. Hier gibt's noch richtig Arbeitsplätze. Hier kann auch jeder ranknüppeln, wenn er will. Da kann jeder was finden. Wir haben eigentlich zu wenig Leute, zu viele Jobs. Und zu wenig Gold. Wir müssen mal gucken, ob wir mit dem Gold irgendwie... Ja... Haushalt. Gesamt minus 6. Okay, ist aber jetzt schon besser als vorher. Beeren. 50 haben wir. Verkauft. Slot 1, 50, 0 reserviert. Okay, wir können den Markt hier editieren. Das ist alles noch ein bisschen undurchsichtig. 88 Beeren haben wir, sehr gut. Und ich glaube aber, ein Beerenstand reicht, um die alle in Lohn und Brot zu kriegen. Um die alle satt zu kriegen. So rum. Ich setze mich mal eben anders hin. Und hoffe immer noch, dass es nicht ruckelt, weil bei OBS drüben die Zahlen sind richtig rot einfach. FPS sind jetzt teilweise auch wieder bei 30 unten, jetzt wieder eher bei 40. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ich hoffe, es ruckelt nicht allzu sehr bei euch. Lululululul.
Ach schön. Ich mag das voll gerne. Voll schön. Okay, jetzt haben wir schon 11 Steine. Ganz kurze Frage. Handelsrouten. Wenn wir Handelsrouten haben, kauft, was ist das? Wolle haben wir noch. Okay, Fisch. Für 1000 Gold. Leck mir am Arsch. Brot. Also müssen wir noch Felder machen und so. Ne? Da kommen behauene Steine. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Gewöhnliche Kleidung. Wir kriegen noch Wolle. Dann machen wir noch Kleidung. Kräuter sammeln können wir auch noch. Glasherstellung. Heilige, da kommt noch einiges auf uns zu. Honig. Oh, ich liebe Honig. Handel. Kaufen bis zum Wert, verkaufen bis zum Wert. Guck mal, 40. Kein Handel. Verkaufen bis zum Wert. Also 40 Stück verkaufen. 86, ja, mal gucken, ob das so funktioniert. Bin mir sicher, dass wir es richtig gemacht haben. Okay, wir haben jetzt wiederum zu wenig Holz, aber Bretter läuft langsam. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade einen Fehler gemacht habe. Holztor. Wofür man eine Mauer braucht, weiß ich momentan nicht. Lagerhaus ist fertig, sehr gut. Baut ein Lagerhaus. Einem Warenlager zuordnen. Erlaube den Kauf in über das Handelspanel. Ah, okay. Werkzeuge. Das haben wir gemacht. Kaufen. Slot. Okay. Okay, das haben wir gemacht. Zwei neue Dorfbewohner. Sehr gut. Und hier, ich weiß gar nicht, für die Lagerung und den Handel von Waren benötigt. Okay. Dann würde ich sagen, hier. Maximum einlagern. Annehmen, annehmen. Okay, ich hoffe, ich mache hier alles richtig. Okay, ich dachte, die Treppe geht da hoch, aber wir hätten eigentlich... Ja gut, wir hätten so drehen müssen, dass dieser Platz... Naja, ist auch egal. Vielleicht kommen da einfach Kisten hin. Kann ja auch sein. Wir werden es herausfinden. So, hier bauen sie sich langsam, ne? Hier wird langsam so ein bisschen gebaut. Das ist ganz cool. Da kommen jetzt die Häuser hin. Das heißt, wir brauchen auch Häuser für die Leute. Und die sind momentan relativ zufrieden. Glaube ich. Plus 0 Prozentsatz. 60% sind, glaube ich, happy. So. Tendenz hoffentlich steigend. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Öffentliche Gebäude. Eine ländliche Kirche. Bringt Prunk. Holzbrücke erlaubt das Überqueren von Abgründen. Eine ländliche Kirche. Ah, ja, ja, genau, genau. Was? Auswärtsessen? Mein Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Ich werde dem König helfen, ich werde dem Klerus helfen, ich werde meinem Volk helfen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Auswärtsessen? Wird Ihnen einen Auftrag geben, liefere 30 zu in 60 Tagen. Belohnung plus 10. 30 Beeren haben wir locker am Start. Was ist denn dieser Hammer? Zu den Arbeitern. Also, wir haben ja doch 30 Beeren, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hauptgebäude. Eine Kirche. Okay. Dann machen wir hier mal die erste Kirche hin. So, Baubeginn, Holzerweiterung, Turm A, pipapo. Steine, 40, okay. Schauen wir mal so, Wartungskosten 7. Piu. So. Okay.
diese Nüpsel, da kann man noch, also das sind die Punkte, wo man anbauen kann übrigens, an die Nüpsel. Da oben kann man was bauen, da kann man was bauen, da kann man was bauen. Das heißt, man kann die Kirche später noch dementsprechend ausbauen. So. Hauptgebäude. Achso. Holzerweiterung. So, siehst du? So zum Beispiel. Neue Zone Aufforstung. Oh, das ist gut. Tür A. Okay, Tür B. Da geht's dann rein. Plopp. So. Kleiner Turm. Da kann ich zum Beispiel, glaube ich, da oben. Achso, geht auch hier. Und dann kann ich an den Turm hier wieder was dran setzen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Den kann ich jetzt auch noch höher machen. So, brauche jetzt 95 Steine. Wartungskosten von 12. Soll erstmal reichen. Also wir können, glaube ich, später noch dran bauen. Hoffe ich. Bin mir nicht ganz sicher. Tür C. Okay, die ist zu groß. Holzerweiterung. Holzerweiterung B. So. Kostet nur umso mehr. 20 Werkzeuge. Ach du Scheiße. Ein Dorfbewohner findet seinen Platz für Wohngebiete. Ich glaube, es hackt. Na, Hauptsache, wir haben erstmal eine schöne, fette Kirche. Okay, jetzt kann ich das hier auch verschieben. Okay, das ist sehr cool. Man kann zum Beispiel sagen, okay, das möchte ich jetzt doch lieber so haben. Weil es da dann irgendwie doch besser dran passt. So. Das ist, ganz ehrlich, das ist voll geil. Und vielleicht kann ich das auch nochmal... Wir müssen es ja nicht übertreiben. Können wir später vielleicht noch machen. Kostet auch 95 Steine, 45 Bretter. Das wird ein Millionenprojekt. Baubeginn. Ist keine gute Idee. Vielleicht verhauen wir jetzt alles. Platz für Dorfbewohner 25. Ein Hauptgebäude, eine Tür, ein Glockenturm. Ist wahrscheinlich überhaupt keine gute Idee. Wartungskosten 12 Gold. Keine gute Idee, das jetzt schon zu bauen in der Form. Also bauen wir es.